vor der RCC ist. Guck mal hier rüber. Musst du mit dem Auto hier rechts in die Einbahnstraße fahren? Ja. Na, guck mal, die AGK mal wieder. Das Büro ist, warte, musst du reinfahren? Da, hinter das Schild. Das ist das Büro. Auch wieder einzufahren, würde ich gerne machen. Ha? Die Chefin von Cargo will ja auch wieder Einzelwagenverkehr aufbauen. Ja, ob das alles mal wieder so ist. Was ich ja schon mal gut finde, ist, dass die Regierung jetzt den Firmen eine Förderung zugesprochen hat von 100.000 Euro, wenn sie Gleisanschlüsse wieder aktivieren. Oh. Hm? War vor ein paar Wochen in der Presse. Ja, gut, ich meine, Gleisanschlüsse machen den durch die Container halt auch attraktiv, ne? Ja. Ist halt einfach so. Aber dann, Alter, weißt du, was du dann wieder an Streckennetz brauchst? Was du eigentlich alles wieder aufbauen müsstest, damit das überhaupt rollt? Das ist eh zu klein. Nur das Problem ist, es ist auch das, was da ist, ist einfach zu marode. Du kannst. Baust an der einen Stelle und kannst jetzt wieder anfangen. Das ist das Problem. Bahnhof. Aber dass sie jetzt so viel haben.
Mann. Der steht da auch schon ewig. Der bewegt sich wahrscheinlich auch nicht mehr. Fenster und Heizung an, ja. Anstatt mit Fenster zu. Ja, das kann ich verstehen. Wie sagte mal ein Kollege, das ist energieineffizient. Ich sag, was ist das bei Lok ineffizient? Die Wärme ist sowieso da. Ob sie ja, jetzt vorne am Lüfter rausgeht oder hier. Ja, aber genauso wie er behauptet wird, wenn du die Heizung und Licht anmachst am Auto, verbrauchst du auch mehr Sprit. Natürlich, weil die Lichtmaschine belastet wird. Aber ist auch Schwachsinn. Deswegen verbrennt aber der Motor nicht mehr. Nö. In meinen Augen. Die Umdrehungen sind ja nicht dadurch höher. Aber laut Fachleuten soll das ja alles so sein. Was? Ist das hässlich? Ja, das habe ich schon gesehen. Das ist ja. Mein, ja. Schönes Geräusch, ne? Oh.
ist stark. Vulva. Da unten noch eine. Die ist richtig stark. Geiles Kreuz, ne? Hammer. So was nachbauen, ne? Die kaputt machen. Alter. Willst du das, beim Ernst, das nachbaust in der Größe, ne? Aus der Halle. Ja. Kannst du höchstens beim Fremo verwenden. Aber da muss ich. Da ist schon zu groß. Da ist da auch niemand, der sowas hat in der Dimension. Wobei es gibt ein Fremo-Projekt.
Reisholz. Fast 4 Stunden. Lenker wir jetzt gefahren sind. Ja, das ist schon Wahnsinn. Heinz, ich möchte, dass du das demnächst auch mit deinem Auto machst. Du nach Köln, wenn du nach Düsseldorf fährst, möchte ich, dass du in Umleitergott über Köln fährst. Und auch bitte durch die Innenstadt. Bin hier noch nie reingefahren, ne? Noch nie. Ne? Ne. Erste Mal. Ja, immer nur von der anderen Seite ja. Sonst, ne? Guck mal, Glas von Rhein Cargo mit dem Wasserglas zu. Das ist der Fahrdienstleiter, hinten ist der Weichwerfer. Wagen nehmen wir gleich wieder mit. Die da links stehen. Ja. Ja. Auch wieder 6. 6-mal voll, 6-mal leer. Schön. Da hinten, da fahren die rein, hier links. Da wo die Wagen stehen. Mhm. Was denn?